Ortrud, ich habe noch eine Frage, und zwar, oder eine erste Frage, wieso sollen die Leute eigentlich nach Luzern kommen? Oder gleich die zweite Frage auch vorweg, was bezweckst du mit dieser Biennale? Das sind zwei Fragen, da brauchte ich fast eine halbe Stunde, um die gut beantworten zu können, aber wenn ich es versuche, ganz knapp zu fassen. Was wir wollen mit der Biennale ist Bewegung. Bewegung ins Design bringen, Bewegung in die Gestaltung bringen, Bewegung in die Köpfe bringen, in den Blick, was umgibt mich. Das ist einmal die Sache. Und dann die erste, das war in warum nach Luzern kommen. Ganz einfach, weil Luzern einmal lohnt es sich sowieso nach Luzern zu kommen. Und ansonsten gibt es da die Wettbewerbsausstellung mit so vielen tollen Ideen, wo ich glaube, jeder darf dann wieder mal Kind werden und auch die Objekte anders anschauen, sagt, ja, das möchte ich auch gerne mal tun. Und zum anderen, es gibt so viel zu sehen in den Schaufenstern, in den Geschäften, in den verschiedenen Ausstellungen, dass es sich einfach lohnt. Und jeder wird etwas finden. Ob ich an reinem Design, wie man es allgemein versteht, wenn ich daran denke, wenn ich an reine Gebrauchsobjekte denke, ob ich an Textil, an Schmuck, an alles, was mich umgibt, genau, jeder wird eine Nahrung finden, nehme ich an, die ihm gut tun wird. Gut. Ja, dann hoffen wir, die Leute kommen. Ja, ich bin überzeugt. Toll, vielen Dank für das Gespräch. Danke.